So, bauen wir Park and Ride, ne? Muss hier auch erstmal wieder hier hin. Also mal. So parken wir hier schon wieder. Die sollen ja nicht parken, die Dullis. Macht euch weg hier. Parkt in den Seitenstraßen von mir aus. Das ist okay. So. Wir haben eine Kapazität von wie viel Bussen? Weiß ich gar nicht. 25 Busse. Okay. Das heißt, hier würde doch auch Sinn machen. Bus, U-Bahn und Fahrrad. Fahrradwege gibt es leider nicht. Fahrradwege gibt es leider nicht. Auf jeden Fall hier eine Bushaltestelle hin, ne? So, lass uns mal gucken. Was ist denn eigentlich diese Busstation? Eine Endstelle für alle Busse. Macht das Sinn, dass die zentral irgendwo losfahren? Oder erstmal vom Wohngebiet im Zentrum und zur Industrie? Das können wir auch machen. Aber macht das denn Sinn, so einen Busbahnhof zu bauen? Oder sind wir da noch zu klein von der Stadt her? Ich würde sagen, wir sind zu klein, ne? So ein riesen Busbahnhof, was kostet der? Kann mit einem Taxistand oder zusätzlichen Bus steigen, an Ladestationen für E-Busse aufgewertet werden. Boah, guck mal, kostet 56.000. Sind halt wieder Kosten, ne? Ja gut, dann nehmen wir erstmal hier diese Haltestellenhäuschen. Ich würde Häuschen nehmen, weil Haltestellendinger ist halt, wobei, kommen wir in dem Häuschen. Komm, wir platzieren mal ein paar Häuschen. Wir müssen auch immer Hin- und Rückweg betrachten, ne? Das heißt, hier wäre auf jeden Fall schon mal ein Halt, direkt an der Schule. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir einen Halt, guck mal, hier sind Unfälle ohne Ende, ne? Ist auch Stau ohne Ende, Leute. Also hier einen Halt. Können wir noch einen Halt machen? Ich würde sagen, an der Kreuzung immer schwierig, ne? Ich würde sagen, vielleicht hier. Wo können wir denn überhaupt alles hinfahren? Lass uns mal gucken. Dann lass uns am besten hier einmachen. Dann machen wir erstmal so eine Ringlinie, würde ich sagen. Also hier ist Ringlinie. So, wir müssen natürlich einen Platz finden, wo immer alle losfahren, ne? Wobei vom Zentrum hier zum Beispiel rüberfahren wäre halt auch möglich, ne? Ach, ist halt schwierig, ne? Weil hier ist auch noch Wohngebiet. Nee, hier ist Industrie, ne? Das heißt, okay, wir fahren dann jetzt hier rüber. Hier zu dem Bereich. Und dann brauchen wir so einen zentralen Sammelpunkt, wo die alle rüberfahren, ne? Also vom Zentrum zur Schule, hat man ja gesagt, ne? Und dann nochmal eine Industrielinie. Und nochmal eine Linie, die hier hinten rausgeht. Das wären jetzt erstmal so die Linien, die wir brauchen, würde ich jetzt sagen. Ich bin am Überlegen, wo... wo wir diesen Rendezvous-Punkt machen. Also Zentrum würde ich schon sagen, dass das hier so ist. So. Dann brauchen wir noch so eine Wohngebietslinie. Die fährt dann einmal. Hier lang. Da müssen wir gleich wieder beide Seiten machen, weil... Ja, wobei jetzt hier im Kreuzungsbereich schwierig, ne? Da. Weil das wird keine Ringlinie.
Und die fährt dann quasi einmal hier rein. Also hier. Das heißt, da dann auf der anderen Seite auch. Geht dann da nicht? Hier. Dann fährt die einmal hier. Die können hier rüberlaufen, da habe ich Wege gebaut, also ist nicht so schlimm. Da und da. Und einmal bis hier hinten. Und dann fährt er hier wieder los. So. Und vielleicht hier zwischen noch mal eine. Weil die jetzt halt hier auf die Ebene kommen, ne? So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Linie, die hier zum Busdepot fährt. Auch wieder zurück. Dann vielleicht einmal hier und dort. Ah, nee, ist eine Einbahnstraße durchgewiesen, oder? Nee, doch nicht. Da und da. Dann einmal da und dort. Und vielleicht einmal hier und da. So. Jetzt brauchen wir noch Buslinien, die ins Industriegebiet fahren. Weil die können, glaube ich... Ah, wobei, wir könnten eigentlich noch eine hier hinten rausmachen, ne? Nein, nee, das sind so kleine Straßen. Die können laufen. Und dann brauchen wir noch welche ins Industriegebiet. Wenn der auch hier zentral losfährt, würde ich behaupten, dass wir mal... Das ist recht viel Verkehr, ne? Hier und da eine machen. Fährt dann da rum. Dann einmal hier und dort. So. Mahlzeit, Almansa, Grüße. Und einmal hier hinten hin, würde ich sagen. Und vielleicht dann nochmal hier zur Mülldeponie. Und wieder zurück. So, ich glaube, dann haben wir erstmal alle Haltestellen gebaut, die wir benötigen. So, und jetzt richten wir mal die Linien ein, ne? Ich glaube, ich habe nichts vergessen, ne? Das heißt hier... Ah, wir bräuchten trotzdem irgendwo vielleicht doch einen zentralen Busbahnhof, wo alle Linien zusammenlaufen. Kostet zwar Geld. Guck mal, wir haben jetzt Plus von knapp 4.800. Weil wir natürlich Zuwachs auch bekommen haben wieder. Und ich bin echt am Überlegen, wo ich diesen zentralen Busbahnhof hinbaue. Weil ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr Sinn macht. Wie sieht es denn hiermit aus? Also... Oder ich baue hier... Ah, warte mal, ich kann ja hier ein bisschen breiter machen. Wie breit ist denn der Bahnhof? Hinter dem Parkplatz, wo du gerade warst vielleicht? Hinter dem Parkplatz? Hm, hier meinst du? Hier so? Ah, es ist ja nicht im Stadtzentrum, weißt du? Das wäre hier schon Stadtzentrum. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich kann ja hier noch ein bisschen Terraforming machen. Das wäre möglich. Dass wir hier noch ein bisschen breiter reinziehen. Ich guck mal kurz, wie breit der ist. Warte. Busstation. Ah, der ist schon recht groß, ne? Ah, der ist schon recht groß. Warte mal. Oder wir machen den hier halt hin. Aber ich würde den schon gerne im Zentrum haben. Eieiei, ist das schwierig, Leute. Hier ist ein Parkplatz, ne? Da passt er auf jeden Fall nicht hin. Hier würde er hinpassen, aber... Boah, ist echt schwierig, ey. Hm.
mal, wie viele Parkplätze wir haben hier. Die sind alle voll. Haben wir irgendwas, was wir nicht brauchen? Was ist das denn hier? Das ist eine Klinik. Die können wir nicht wegnehmen. Also ein riesen Busbahnhof. Ey, will sich echt der Bereich hier anbieten, ne? Da sind auch Parkplätze, guck mal. Also ich würde sagen, wir bauen den hier hin. Weil hier wird ja auch noch erweitert, ne? Wobei es ist halt, weil ach, guckt euch das Chaos hier mal an. Ach du Scheiße. So, dann machen wir kurz Pause. So, Sekunde. Wir bauen erstmal einen Busbahnhof. So, dieser Busbahnhof, den könnten wir hier eine Straße durchziehen. Jo, machen wir. So. Machen wir erstmal eine Busstraße, ne? Weil da soll eine Bus hin, ne? Wir könnten ja rein theoretisch zum Busbahnhof einfach nur eine Busstraße bauen. Ach, die kann ich nur ändern. Guck mal. Das heißt, wenn ich eine einzelne Straße... Ah, nee, ich habe es eingestellt. Okay, alles klar, gut. Hier habe ich es gesagt. So, das heißt hier... bauen wir einfach eine Busstraße rein. Das heißt, hier darf nur Bus hinfahren. Muss es denn trotzdem an einer ganz normalen Straße angeschlossen sein? Ja, ne? Oder sagt der, nee. Oder zählt das auch als Straße? Ich denke mal, der wird gleich meckern, ne? Ah, guck mal, macht er nicht. Ah, das ist schon das Problem. Okay, wir könnten aber hier parallel noch eine normale Straße ziehen, ne? Das müsste ja eigentlich... Ah, da müssen wir lieber anders bauen. Warte mal. Das ist ja blöd. Das ist ja echt doof, ne? Schade, dass es echt keine standardmäßig kombinierten gibt, ne? Dann machen wir hier einfach eine Einbahnstraße rein. Sekunde. So. Dann machen wir hier auf jeden Fall eine Busspur rein. Machen aber hier erstmal wieder die... Ach, das brauchen wir gar nicht bei denen, ne? Gut, sehr gut. Wir lassen einfach mal laufen. Ist ja egal. So, jetzt machen wir hier eine Busspur rein. Das heißt, wir machen diese Spur. Busspurmäßig. So. Dann kommt die Busstation hier hin. In der Mitte. So. Das heißt, wir haben jetzt hier ein zentrales Depot für verschiedene Linien. Ne? Parkgebühren 50 Euro. So. Das heißt, hier werden auch Leute parken. Die werden auch warten und werden auch angestellt werden. So, wir können jetzt hier noch zusätzliche Plattformen anbauen. Und ein Taxistand kann auch noch später kommen. Okay, gut. Das heißt, hier fahren mehrere Busse ab. Sehr schön. Gibt es hier mehrere Zu- und Ausfahrten? Nee, ne? Und ich baue aber trotzdem jetzt hier noch einen Parkplatz hin, noch einen zusätzlichen, so in der Größe. Weil ich glaube, ist das so einer? Jo. Können wir noch zwei hinbauen. So ein bisschen Park and Ride mäßig, ne? So, Parkgebühren. So. Und jetzt müssen wir uns mal darum kümmern, dass wir hier noch drumherum eine kleine Straße bauen. Können wir die da hinbauen? Hat. Jo. Ach, wie das hast du. Wieso baut mir das jetzt hier nicht? Den wir weiterbauen müssen. Okay.
das jetzt hier? Ich verstehe es manchmal nicht. Ist egal. Gut. Dann machen wir mal die Linien fertig. Das heißt, alles fährt von hier los. Linie. So geht das, ne? Das heißt, hier geht's los. Eine Route erstellen. Wir machen mal Buslinie 1. Der fährt dann, was haben wir gesagt? Ringlinie, ne? Hier. Dann einmal hier. Zack, zack, zack. Sagen hier hin. Dort. 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 Das ist die Unilinie. Können wir eigentlich auch Wegpunkte setzen hier? Ja, ne? Ach, guck mal. Fährt er hier lang und dann fährt er hier zur Uni. So, und dann fährt er wieder hier hin. So, erste Linie ist fertig, Leute. So, das bedeutet, die ersten Busse gehen on the way. Die müssen jetzt hier gleich rausfahren, ne? Die müssen jetzt hier gleich loseiern. Müssen wir mal gucken. Wenn ich die Linie jetzt richtig gebaut habe, ich weiß es nicht. Doch, eine Linie haben wir. Linie... Ah, guck mal, da kommen die ersten Busse. Linie... 1, Uni, Campus, ne? So, den nehmen wir mal so. Die fährt Tag und Nacht. Wie viele Busse haben wir denn jetzt hier eingesetzt? Ticketpreise machen wir mal $20. 6 Fahrzeuge. Die Frage ist, brauchen wir 6? So, da fahren jetzt die ersten Busse. Und die fahren direkt hier. Wir können ja mal beobachten. Fahren wir mal eine Runde mit, ne? Können wir hart ausblenden? Jo. So, Leute, let's go. Die ersten Busse. Sehr schön. Mal sehen, ob das hier soweit funktioniert. Ah, sieht schon cool aus, das Game, ne? Hat was. Guck mal, die haben jetzt hier Busspuren. Vielleicht müssen wir noch ein paar weitere Busspuren einrichten, ne? Aber hier kommen die auf jeden Fall schon mal durch. Die Frage ist... Oh ja, der geht ganz schön in der Eisen. Boah, hier ist immer noch viel Stau, ne? Aber ich glaube, das wird sich irgendwann klären. Ach, der fährt jetzt direkt durch zum Dingens hier. Zum Busbahnhof, ne? Moin, Big Ben. Grüße. Der fährt direkt durch zum Busbahnhof. Das heißt, die Uni-Campus-Linie haben wir. Da brauchen wir eine Zentrumslinie. Eine Landwirtschaftslinie, also über Land und dann noch eine weitere, ne? Bei $20 würde ich weiter in Auto fahren. Nee, Nebenstraßen gibt es ja nicht. Ach, guck mal, der fährt jetzt hier auf dem Busbahnhof. Das ist ja geil. Warten da schon Leute? Mal gucken. Das ist ja echt klasse, ey. Aber bisher, nee. Ah, eine Person. Okay. Bussteig 6. So, Abfahrt. Wir müssen mal gucken, ob die Buslinie... Das dauert natürlich, bis die ein bisschen ankommen, ne? 2, 3... Es wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Bis das Ganze hier so ein bisschen angelaufen ist, ne? So, das ist die Campuslinie, der fährt los. Dann brauchen wir noch eine weitere Linie. Aber $20 ist doch vollkommen okay. Also, die Leute werden es nutzen, glaubt mir. So, was haben wir noch für ein Plus? Verkehr ist noch ein Minus. Bildungseinrichtung. Oh, Fortschrittsmenü, lebendiges Städtchen. Was haben wir denn hier noch freizuschalten? Geschlossene Wohnanlagen. Hier sind Personen, die innerhalb des Bezirkes leben, arbeiten zugelassen. Ah!
Erzbergbau haben auch freigeschaltet. Und wir haben wieder Punkte bekommen, ne? Die müssen wir dann später mal investieren. Das sammelt sich jetzt erstmal. Es verläuft sich dann irgendwann, ne? Ich glaube, wir brauchen auch nicht so viele Busse auf der Linie. Ich würde da mal ehrlich gesagt ein paar Busse runternehmen. Weil ich glaube nicht, guck mal, 4% Nutzung aktuell nur. Gut, wir machen mal 18 Euro an Preisen und nehmen mal 3 Fahrzeuge erstmal. Und da müssen wir mal beobachten, wie das an der Uni angenommen wird. Ne? 3 Stück reichen erstmal. Das heißt, nächste Linie. So, dann brauchen wir eine Linie. Hier geht's los. Die fährt dann. Was fährt die denn an? Ich würde sagen... gute Frage, ne? Eine gute Frage. Die fährt hier an. Wobei ich will eigentlich wieder keine... Ah doch, das könnten wir machen. Pass auf. Die fährt den Wegpunkt an. Dann geht es los ins Gewerbegebiet. Das ist die Industrieline. Vom Busbahnhof aus. Dann fährt er hier hin. Fährt dorthin. Da. Dann wieder zurück. Da. Da. Hier. Hier Straßenseite ist die. Nee, die ist zu weit weg, ne? Dann fährt er eigentlich wieder zurück. Oder wir bauen hier noch eine zusätzliche Haltestelle. Komm, der fährt dann hier auf dem Rückweg, fährt er einfach da lang. Aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Nee. Aber der kommt ja dann wieder zu... Ach, warte, hier muss er wieder rein, ne? Hier. So. Und dann fährt er direkt wieder hier den Busbahnhof an. Boom, fertig. So. Das ist die Industrielinie. Die hat aktuell... Das ist Linie 2. Industriegebiet. So. Da haben wir aktuell... Lass uns mal gucken hier. Was haben wir jetzt hier genommen? 18 Dollar, ne? Hier nehmen wir auch 18 Dollar. Ah, so viele Fahrzeuge. Ich nehme mal 5. Vielleicht eine andere Farbe, ne? Industrie, machen wir mal gelb. Die Industry Line. Guck mal, da kommen die Busse. Geil wäre auch, wenn das vorne hier draufstehen würde, ne? Die sehen so ein bisschen aus. Weiß ich nicht, wie Busse, ne? Strong Passion Mahlzeit. So, wir haben jetzt hier insgesamt 8 von 25 möglichen Bussen, ne? Wir gucken uns mal kurz hier die Haltestellen an. Wo war die denn hier? Da, ach guck mal, da warten schon Leute. Guck mal. Das wird, glaube ich, schon irgendwann genutzt. Industriegebiet auf jeden Fall auch beliebt. Jetzt brauchen wir noch eine Zentrumslinie, haben wir gesagt, ne? Die brauchen wir auch noch. Und dann noch eine Überland, wo wir so ein bisschen verbinden, ne? Alles so ein bisschen. So, das heißt, wir machen mal hier Route. Der fährt dann allerdings erst einmal hier. Zack. Dann fährt er einmal dort. Hier, da, dann dort,
hier. Da, da, da. Dann hier wieder zurück. Dann geht's dann hier. Dort. Mhm. Yep. Und zurück könnte er ja... dann direkt fahren, ne? Zum Bahnhof. Hier wieder hin, ne? So, die Linie haben wir auch. Sehr gut. Guck mal, die Parkplätze. Die sind auch alle voll, ne? Das ist so der Wahnsinn hier. Die sind auch alle voll, ey. Ich hoffe, die nutzen echt vermehrt die Busse. Sonst hat sich das alles gar nicht gelohnt. Wir machen immer noch Plus, ne? Guck mal. So, Linie 3. City. So. Das ist die Länge. Was haben wir jetzt hier? Machen wir auch 18 Dollar, ne? Ich mache das jetzt erstmal alles auf Minimum. Und da müssen wir mal gucken. Da muss ich aber auch erstmal alles einspielen hier. So, und dann machen wir noch eine Überlandstrecke und gucken mal weiter. Oder was meint ihr? Dann irgendwann wird sich ja alles tummeln. Was wollen die Leute denn jetzt hier? Was haben die denn? Unzuverlässiges. Ah, Postwesen, Leute. Müssen wir uns auch drum kümmern. Internet. Ach ja, ja. Simi, moin. Grüß dich. Hi. Wunderschönen guten Abend. So, hier kommen auch Busse an. So, nächste Linie ist Überlandlinie. Eine Überlandlinie würde ich quasi trotzdem mit dem Zentrum verbinden. Guck mal, hier kommen die ganzen Busse. Ich würde einfach hier starten. So, hier haben wir, glaube ich, noch nichts verbunden. Ne? Da, die Linie. Dann fährt er überland. Der fährt hier einmal an. Fährt einmal hier an. Ins Industriegebiet. Dann würde ich sagen, fährt er mal hier rein, die kleine Ecke an hier. Und dann geht's raus hier. Einmal hier. Einmal da. Dort. 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 Dann geht's wieder zurück. Da lang. Da lang. Hier lang. Da kann der eigentlich auch auf der Rückfahrt nochmal hier bei einer Uni halten. Da kommt er sowieso vorbei. Und landet dann hier. Oder? Was die? Jo. So, der fährt auch los. Und dann müssen wir gleich irgendwann mal hier, wenn sich das alles eingespielt hat, auf jeden Fall ordentlich Verkehr haben, ne? Mal sehen. Internet was? Man weiß es nicht, ne? So, warte mal. Wir müssen hier... Nutzung 80%. Linie City, das ist Linie 4. Überland. So. Pyto, Mahlzeit, Grüße, hallo. Jeder Bus eine andere Farbe, sonst geben die keinen Blick. Ja, machen wir gleich. Warte, Industriegebiet, City. City machen wir mal grün und Überland machen wir mal rot. So. Hier müssen wir noch die 18 Euro einstellen. Ticketpreise sind teuer, ne? Gerade Überland. Wir brauchen nicht so viele Busse, Leute. So, und irgendwann kommen dann hier die Leute hin. Eigentlich. Guck mal, hier parken auch schon welche. So, so ein bisschen Park and Ride. Was nehme ich hier für einen Parkplatz hier? Ah, Parkgebühren. Komm, pass auf. Dann machen wir hier Parkgebühren. Vielleicht 25. Aber dafür können die halt mit verschiedenen Bussen fahren, ne? Ihr könnt das jetzt mal so ein bisschen angucken hier.
Mal gucken, wie die Busse hier so durchrattern. Oder? Wir bleiben jetzt einfach mal hier und beobachten mal, was hier so passiert. Guck mal, da stehen ja schon ordentlich Leute hier, ne? So ein paar, so zwei, drei Stück. Ich weiß es nicht. Ah, guck mal, da hinten ist einer. Da kommen noch mehr Busse. Aber die fahren aber wie die Bekloppten. Da kommt noch ein Bus. Und die haben dann immer hier Rendezvous-Punkt und dann fahren die ab, ne? Man kann auch Tag- und Nachtfahrten quasi festlegen. Ich glaube, Industriegebiet reicht, wenn man es tagsüber fährt, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Nacht Industriegebiet oder auch Überlandfahrten. Mal gucken, ne? Ob sich das überhaupt lohnt. Ob sich das hier überhaupt lohnt. Ach, guck mal, da kommt der Bus Linie 1. Boah, der hat aber ganz schön hier auf Bremse, ne? Guck mal, können wir ein bisschen näher ran hier? Guck mal, da kommt die Linie 2, glaube ich. Das hier ist die Campuslinie. Und ich glaube, das spricht sich auch relativ schnell rum, ne? Boah, die fahren wie die Besenkten, ne? Ach, guck mal, kommt gleich noch ein Gelber. Gut, wir haben hier jetzt recht kurzfristig eingerichtet, deswegen kommen die hier vermehrt halt und überlappen. Aber nach einer gewissen Zeit pendelt sich das ein und dann läuft das auch, ne? Ein pures Chaos hier. Verdammt. Echt pures Chaos. So, wo kommen denn die anderen Busse hier? Was haben wir noch? Blau und ein paar andere. Aber guck mal, es füllt sich langsam, ne? Und dadurch, dass die Parkgebühren, glaube ich, runtergegangen sind, nutzen die Leute vielleicht ein bisschen mehr den Bus, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und er parkt da jetzt einfach, oder was? Schön. Oh, was ist denn jetzt passiert? Lull. Ich habe ein bisschen zu weit rausgescrollt, glaube ich. Ich habe ein bisschen zu weit rausgescrollt. Wo waren wir denn hier? Da. So, der Bus wartet hier auf, keine Ahnung was. Auf Passagiere, okay. Wo sind denn die anderen Busse? Haben wir schon Überland hier drüben? Bisher noch nicht. Aber hier könnten wir auch ruhig noch eine Buslinie einrichten. Weil es ist, glaube ich, vierspurig, ne? Das ist so eine Schnellstraße hier. Können wir das hier machen? Ich guck mal kurz. Jo. Die können wir einmal komplett durchziehen hier. Dann haben wir nämlich eine separate Spur. Sehr gut. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber das ist jetzt nicht so tragisch. So, die andere Seite natürlich auch. Da können wir das nutzen, ne? Sehr gut, sehr gut. Ziehen wir das mal durch. Das sollte, glaube ich, reichen, ne? So, guck mal, da kommt noch ein Bus. Was ist das denn hier? Das ist Linie 1 Campus. Wie sieht es denn mit dem Campus hier mittlerweile aus? Guck mal, es ist nicht mehr so viel Verkehr. Also ihr hattet recht, ne? Die wird auf jeden Fall genutzt, die Linie. Am Campus wird gut angenommen. Klonomo, moin, grüß dich. Kommt gleich der Bus, da ist er. Ist ja gut gefüllt. Ne, 0 von 80. Okay. Hier warten 6, 48 Passagiere. Okay. Das ist an der Mühlenstraße. Guck mal hier. Ah, es ist da vorne, wo sich alle treffen, ne? Hier vorne an der Straße. Ich glaube, das war hier vorne irgendwo eine. Aber selbst jetzt hier treffen sich ja auch die Leute, ne? Guck mal, hier sind Häuser nicht mehr bewohnt. Warum? Können die sich das nicht mehr leisten, hör mal, oder was? Was ist mit den Überlandbussen? Fahren die hier auch schon? Oder machen die Mittag? Hier fährt Holz lang auf jeden Fall. Holzindustrie haben wir ja ganz groß, ne? Und wir müssen uns mal wieder um Gebäude kümmern. Aber hier finde ich gar keinen Bus. Habe ich den gar nicht losgeschickt hier? Sag mal. Was ist denn das hier? Vier Stück. Der rote ist Überland. Den roten habe ich bisher noch nicht gesehen.
Habt ihr den schon gesehen, den roten? Oder haben wir zu wenig Busse? 16 von 16. An der Haltestelle auf Kurs. Okay. Wir müssen ja dann irgendwann mal hier... Hier ist übrigens unser Forstgebiet. Müsste der dann irgendwann mal eintrudeln hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob der hier genutzt wird. Gucken mal. Können wir mal ein bisschen warten. Auf den Bus hier. Schöner Kreisverkehr. Gibt es wieder ein industrielles Spiel? Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon Holz gebaut. Und Felder. Klonomo. Und können wir machen dann noch ein bisschen Stein. Hühner können wir noch machen. Erze, Kohle, Öl. Also gibt es wieder, ja. Gibt es auf jeden Fall. Wir warten gerade auf den Bus hier. Ups. Ah, die Zeit kannst du auch damit skalieren. Okay, cool. Und das ist hier bisher das, was wir gebaut haben. Hier ist alles Industrie hier hinten. Wir müssen gleich mal ein paar Gebiete noch eingrenzen. Und wir machen mittlerweile 8000 plus, ne? Guck mal. 14.000 plus. Und hier wollen wir noch Güterbahnhof bauen, ne? Den habe ich, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Das könnten wir gleich mal machen. Ich kümmere mich mal eben kurz. Wo sind denn die roten Busse, Leute? Ich sehe keine roten Busse. Die stehen wohl alle im Stau hier. Ach, guck mal, hier Stau. Verdammt. Was ist denn hier los? Ach, deswegen. Vielleicht sollten wir hier auf der Linie auch noch eine Buslinie bauen. Warte mal. Damit die hier nicht so, ne? Damit die hier nicht so lange warten müssen. Die Frage ist, wann nehmen die das an hier, ne? Das dauert wahrscheinlich wieder ewig. Ach, guck mal, es geht sogar auf Brücken. Ist ja geil. Das ist ja cool. Wahrscheinlich steht der irgendwo im Stau. Michel, Mahlzeit. Meine Stromversorgung? Also meine Stromversorgung ist bisher nur ein Kohlekraftwerk. Hier. Aber kaufen wir mittlerweile was ein? Das ist die ganz andere Frage. Oh, die wird langsam wenig. Guck mal. Ah, wir handeln sogar schon. Okay, wir müssten ein bisschen... müssen vielleicht noch ein Kohlekraftwerk bauen. Sehe ich gerade. Oder wir bauen eine Müllverbrennungsanlage, weil Platz hätten wir dafür, ne? Stimmt, wir importieren, glaube ich, sogar schon. Was wäre denn... Ah, gut, dass du gesagt hast hier immer. Guck mal, Wasserverfügbarkeit ist in Ordnung. Abwasser, wie sieht's da aus? Auch gut. Doch, kann ich gleich mal suchen, ja. Kann ich gleich mal suchen. Lass uns mal ein bisschen nach Energie. Müllverbrennung hört sich gut an. Finde ich auch gut, immer. So, hier Gas, Notstrom, Kohle... Ich glaube, das war unter Recycling hier, ne? Verbrennungsanlage. Was produziert die denn? Verarbeitung. Oh. Cool, guck mal. Bis zu 250 Megawatt. Ui, das ist gut. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch fertig, hör mal. Die können wir auch hier hinbauen. Wir brauchen immer noch mehr Industrien, ey. Das ist ja der pure Wahnsinn. Warte mal. Wir könnten hier noch was kurz reinbauen. Ich muss mich mal kurz hier um die Industrien kümmern. So, warte mal, dann bauen wir hier noch so kleine Kreisverkehre immer ein, weil ich finde das immer sehr hübsch. So, und dann setzen wir hier nochmal ein bisschen Industrie rein, da brauchen wir Leute. Sehr gut. Und hier bauen, müssen wir die Müllverbrennungsanlage, glaube ich, sogar noch freischalten, ne? Hier Verbrennungsanlage, jo. Und dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Strom, ne? Soweit ich das verstanden habe, richtig? Oh. Das ganze Leben ist Chemie. Neues Gebäude verfügbar. Chemiewerk. Oh. Das sind so Spezialge... Oh, die passt ja gar nicht hin. Huch, wir haben ein bisschen Platzprobleme hier. Ja. Ich glaube, wir müssen hier nochmal kurz erweitern.
Ich muss mal erweitern, Leute. Wartet. Oder wir bauen die hier oben raus. Ich glaube, ich baue die hier oben raus. Warte. Wir kaufen nochmal noch eine Kachel mit dazu. Oder auch zwei. Fupp. Bitte warten Sie. Dann müssen wir einmal hier ein bisschen planieren. Das hier brauchen wir, ne? Machen wir mal die Höhe hier. Jo, das passt. Mal ein bisschen größer, dann geht er ein bisschen schneller hier. So. Und das Planierungstool ist in City Skylines zu Beginn direkt damit dabei beim zweiten Teil. Ist halt auch recht cool, ne? So. So. Dann bauen wir einfach hier hinten hin. Und hier haben wir noch genug Platz. Dann ziehen wir uns noch mal ein paar neue Bahnen hier hin. Nee, die wollte ich eigentlich nicht. Die hatte ich, glaube ich, hier gebaut, ne? Ziehen wir mal kurz eine Straße bis hier hinten. Wir brauchen noch mehr Industrien, Leute. Und das Chemiewerk packen wir uns hier auch hin. So. Dann bauen wir erstmal die Müllverbrennungsanlage. Wir machen immer noch ordentlich Plus. Und gucken mal hier, wo war sie denn? Müllverbrennung war hier, ne? Zack. So, Müllverbrennungsanlage. Die müssen wir natürlich noch anschließen hier ans Netz. Also ein Umspannwerk. Komme ich da jetzt überhaupt dran? Oder kann ich das... Ah, warte, ich baue noch ein weiteres Umspannwerk. Das können wir hier einspeisen. Oder... ist denn dieses andere Ding hier? Kann ich das hier nicht rüberbauen? Warte mal. Doch, ne? Müsste doch eigentlich... Geht das hier lang? Nee, irgendwie nicht. Das war ein bisschen taktisch unklug. Warte, das schließen wir gleich an. Das schließen wir gleich an. Wir nehmen das hier auch nochmal mit hinzu. Kaufen. Und dann können wir das hier lang führen. Das ist kein Problem. Den Überschuss auch weiterhin verkaufen können, ne? Wichtig. Überlappende Objekte? Hä? So geht das nicht. Mich verarschen? Jetzt. So. Jetzt haben wir's. So, Leute. Es lübt. Aber ein Umspannwerk direkt daneben klingt auch nicht schlecht. Ja, aber so können wir es nicht verkaufen. Weißt du, ich meine? Glaube ich. So. Ah, es kostet halt Geld, ne? Also jetzt müssen natürlich erstmal die ganzen Wagen hier hin. Und wir könnten nicht das Chemiewerk hier bauen. Das ist sogar so ein Spezialgebäude, ne? Guck mal. Was macht das denn? Das ist einfach nur optisch. Spezielles Gebäude, guck mal. Halt auch nicht schlecht. Ah ja, unterirdisch hätten wir auch machen können, ne? Also, die zu verkaufen könntest du auch unterirdisch bauen. Echt, Kloppo, okay. Stimmt, wäre halt auch gegangen. Hm. Ja gut, dann reißen wir die mal. Soll ich mal... Komm, wir reißen die mal wieder ab. Das geht so nicht. Ich finde das halt nicht schön, weißt du? Das sieht nicht gut aus, ihr habt recht. Ihr habt recht. Das sieht nicht gut aus. Jetzt bloß nicht die Mülldingen abreißen. Da habe ich sonst ein Riesenproblem hier. Moin, Pfeifenputzer. Grüße. Wir korrigieren gerade ein bisschen Schaber. Oder schlechte gebaute... Oh,
Warte, Sekunde. Jetzt habe ich aber richtig Mist gemacht. Sekunde. Muss natürlich wieder angeschlossen werden. So, das war ja, ne? So, die machen wir da weg. Und dann machen wir gleich mal Umspannwerk, ne? Das sah jetzt echt nicht gut aus, ne? Dann lieber noch ein Umspannwerk hin, das dann direkt einspeisen, ne? Ich glaube, das sieht besser aus. Und das Umspannwerk könnten wir auch direkt hier bei der Industrie hinpacken. Also sprich hier. Warte. Guck mal. Also hier hin. Und dann hätten wir direkt eine Verbindung von dem hier zu dem. So, guck mal. Problem gelöst. Sieht deutlich besser aus. Wie läuft das Spiel? Kann man das vernünftig spielen? Wenn du es einmal vernünftig eingestellt hast, auf jeden Fall. Ne? Also musst du dir von Debitor oder von Erlauge die Videos auf YouTube angucken. Also von DBSim oder dem anderen genannten. Und dann kann man das ohne weiteres spielen. Weil das Problem bei dem Spiel ist, dass es keinerlei Voreinstellungen gibt für das Game. Das heißt, es wird einfach, keine Ahnung, es passt, es wird nicht angepasst, dass man irgendwas einstellen muss. Oder es gibt am Anfang keinen Hinweis darauf, dass man was einstellen muss. Ne? Das ist halt so das größte Problem an dem Spiel aktuell. Aber es sind schon reichlich Patches gekommen und also Hotfixes erstmal und ein großer Patch kommt dann auf jeden Fall auch noch nach einer gewissen Zeit. Ne? Aber da muss man noch ein bisschen warten. Aber es läuft, wenn du es einmal eingestellt hast, tipptopp. Ne? Also es macht schon recht viel Spaß. Guck mal, die Gebäude sind schon wieder weg hier. Warum sind diese Gebäude weg? Was ist denn mit den Leuten? Unglücklich. Kleine Häuser, schlechte Bildungseinrichtung. Hä? Unterhaltung, Gesundheitsförderung, ist doch alles da, Mann. Was willst du denn? Oder es wird mal Zeit für ein großes Krankenhaus, ne? Es kann auch mal da so sein, ne? Kann nur bis zu einer Menge unter der Straße geführt werden, sonst gibt es Überlastung. Ah, okay. Danke, Andi, für den Hinweis. So, guck mal, Müllverbrennung funktioniert noch nicht, ne? Doch, effizient 103%. Gelagerter Müll. Müssen wir den separat rüberfahren oder wird der jetzt rübergefahren? Ach hier, guck mal, da kommt da. Da kommt der Müll, ne? Oder was ist das hier? Kipplaster, Herkunft, Ketterhelm. Grind Rock. Hm. Ach jo, stimmt. Deponie auf leeren umstellen. Du hast recht. Zu einer Müllanlage transportiert. Stimmt, du hast recht. Stimmt. So, gucken wir uns das mal an hier, ne? Mal gucken, was passiert hier. Oh, guck mal, hier wird auch wieder fleißig gebaut, ne? Was jetzt eingestellt? Jo. Entleere Lager. Müssen, glaube ich, erstmal wieder warten, bis die Fahrzeuge kommen, ne? Das heißt, die Müllautos müssen erstmal wieder hier hin, bevor sie dann was rüber transportieren, richtig? Aber so viel ist hier noch gar nicht drin, guck mal. Und 100%, 104% Effizienz aktuell. Hm. Ah, guck mal, da kommt ein Bus. Da kommt ein Bus. Manchmal sind die Texturen noch so ein bisschen, gerade wenn er da mal lädt, ab und zu mal ein bisschen schwammig, aber ja. Zwei Passagiere immerhin. Ich glaube, die kommen aus dem Kraftwerk herangefahren, das könnte auch sein, ja. Könnte auch sein, mal gucken. Müssen wir mal gucken, ne, so ein bisschen warten. Also bisher tut sich hier nichts, ne. Es raucht zwar, aber... Da ist bisher noch nichts drin, ne? Wir warten mal ein bisschen. Wir können ja gleich nochmal gucken.